bei mir im Garten, wie du bestimmt vielleicht auch die Vögel im Hintergrund hörst. Wir haben ganz viele Vögel und hier läuft gerade unsere Schildkröte nebenbei lang. Die will auch mit zuhören. Ja, gern. Genau. Also herzlich willkommen, Solomon. Ich freue mich total, dass du heute Zeit hast und wir ein bisschen über Fliegenpilze reden können. Und ja. Genau, und um direkt einzusteigen, kannst du dich ganz kurz ein bisschen vorstellen und wie du zum Fliegenpilz gekommen bist? Mhm. Ja, also, ja, wie du schon sagtest, genau, ich bin Solomon und lebe seit 4 Jahren in meinem Auto und reise so durch Europa und hatte früher eine recht psychedelische Phase in meinem Leben, habe mit allem mal so ein bisschen rumprobiert und primär auch zu Heilungszwecken. Und bis dato war mir dann der Fliegenpilz irgendwie immer ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und vor 2 Jahren ist so beim Spazieren, ist er mir so aufgefallen irgendwie und sehr ins Auge gefallen. Und ja, irgendwie habe ich dann so das Verlangen gespürt, damit zu arbeiten und irgendwie mich darüber zu informieren. Habe das dann auch gemacht bei entsprechenden Facebook-Gruppen und YouTube-Kanälen und Co. Ich bin immer jemand, der sich vorher sehr gut informiert, bevor er was Neues startet. So. Ja, und habe mich dann entschieden, mal ordentlich sammeln zu gehen und mal ja, Microdosing auszuprobieren. Die Fliegenpilze, weil es wurde ja immer gesagt, dass er so giftig ist. Ja, genau. Ja, das ist ja klar, das ist ja ein Mythos, der sich nach wie vor hartnäckig hält. Ne? So alle Eltern erzählen ihren Kindern, das ist der giftigste Pilz von allen. Und genau. Er hat ja nun auch eine starke Signalfarbe und so. Von daher erkennt ihn ja auch jeder. Gerade in europäischen Breitengraden gibt es da ja wenig, was ähnlich aussieht oder so. Genau. Ja, wie gesagt, irgendwie hat dann mal jemand angefangen zu erzählen, dass der giftig ist und den zu verbieten, genau. Und was ich noch fragen wollte, seitdem du ihn einnimmst, was hat sich bei dir verändert? Ja, also ich mache es nicht kontinuierlich, ich mache das immer so phasenweise. Vor allem dann, wenn ich merke, dass meine Schlafqualität irgendwie sich verschlechtert. So, das war auch damals meine Hauptmotivation irgendwie dabei. Und natürlich das Traumreisen, weil ich liebe intensive Träume und vor allem mit klaren Botschaften. Und einfach, was ich erlebt habe, ist, dass wenn ich abends Fliegenpilz zu mir genommen habe, vorm Schlafengehen, mit entsprechender Zubereitungsmethode, können wir gleich nochmal was zu sagen, dass es halt einfach extrem traumfördernd ist und die Botschaft auch sehr klar und die Traumerinnerung auch sehr, sehr klar ist. Wo es sonst oftmals nur so, man hat so Bruchstücke und kriegt es nicht mehr so richtig zusammen, ist es da halt eine absolut klare, präsente Erinnerung. Und man, also so geht es mir, ich verstehe auch meist, was der Traum mir sagen sollte, wollte, wie auch immer, genau. Und nochmal auf deine Schlafqualität noch genauer einzugehen. Also was genau hat sich da geändert? Ja, also normalerweise ist es ja so, gerade auch wenn man doll träumt, dass man eher weniger ausgeruht ist am Morgen, was da bei mir überhaupt nicht der Fall war. Also ich habe zum einen durchgeschlafen. Ich war sonst auch öfter mal 1-2 Mal in der Nacht wach, dass ich, weil ich einfach auf Toilette musste. Das ist weggefallen. Ich habe wirklich tief durchgeschlafen und trotz der intensiven Träume morgens extrem wach und klar gewesen. Also sehr wach tatsächlich. Also das ist so richtig voller Tatendrang und Elan und sehr energetisiert morgens irgendwie. Ja, ist mega schön, ja. Ja, genau. Und hast du andere Effekte gemerkt, also die dir am Tag auffallen oder nimmst du nur abends vom Schlafen gehen? Ich habe mich auf das Abends primär fokussiert. Ich habe auch mal bei Gelegenheit einfach nur getrocknet morgens probiert. Habe ich jetzt für mich persönlich wenig, weder Gutes noch Schlechtes rausziehen können. Ja, für mich ist es was ich gerne abends mache, ja. Genau, genau. Genau, da waren wir gerade sagten, jetzt, du nimmst das, hast es manchmal getrocknet genommen. Abends nimmst du es in welcher Form zu dir? Als Tee zubereitet mit einer speziellen Zubereitungsmethode, wo man es sehr lange kocht. Also da gibt es ja entsprechende Studien zu. Es hat ja 2 Hauptwirkstoffe, Muscimol und Ibuten. Und das Ibuten ist halt eher energetisierend, während Muscimol eher schlaffördernd und traumfördernd ist. Okay. Und bei der Methode wird das Ibuten in Muscimol umgewandelt. Das passiert durch Hitze und durch pH-Wert. Genau. Und da wird dann halt 3 Stunden lang auf dem Herd bei niedriger Temperatur geköchelt mit einem pH-Wert von unter 3.
Und so wird dann nahezu vollständig das Ibuten in Muskimol umgewandelt. So macht es dann auch garantiert müde und schläfrig und ist traumfördernd und hält einen nicht eher wach. Und Genau. genau, und du nimmst da rohe Pilze für oder getrocknete? Getrocknet, ja. Also einfach aufgrund der Haltbarkeit, weil, Ja, ja. ja. Die frischen sind ja nur im Herbst da. Genau. Genau. Und mit Stängel oder wahrscheinlich auch ohne Stängel, ne? Ja, da, also in allen Gruppen, wo ich bisher gelesen habe, die einen sagen so, die anderen sagen so, ich nehme sie einfach, wie sie sind. Weil, Ja. ja, genau. Genau, okay. Und kannst du noch ein bisschen was über diese Traumreisen erzählen, was man damit eigentlich bezwecken kann, bewirken kann fürs Leben? Naja, für mich ist, hat Träumen generell immer zwei Aspekte. Also zum einen ist es, dass das Unterbewusstsein einfach Dinge verarbeitet, so wie es ja auch klassisch in der Psychologie dargelegt wird. Zum anderen hat es aber auch den Aspekt, dass ich relativ überzeugt davon bin, dass wir da auch andere Dinge erleben, die mit unserem Leben relativ wenig zu tun haben, wie wir es so im Wachzustand wahrnehmen. Und ja, für mich gibt es einfach die Möglichkeit, das zu erkunden und auch zu erkennen, was war dieser Traum. Jetzt habe ich da irgendwie. Ich meine, wir alle kennen Träume, wo wir, das war surreal, das kann gar nicht nur ein Traum gewesen sein oder genau. Und das gibt einfach zum einen das Erinnerungsvermögen und zum anderen aber auch das klare Gefühl zumindest. Ich will nicht von Wissen reden, aber das klare Gefühl, ob ich da was erlebt habe, was mit meinem Leben, so wie ich es jetzt hier in dem Interview mit dir erlebe, wenig zu tun hat oder ob es einfach was war, wo mein Unterbewusstsein irgendwelche Eindrücke und Emotionen verarbeitet hat. Und Ja. noch eine Frage, hast du irgendwann mal Nebenwirkungen gehabt davon? Nee, gar nicht. Nein. Also nur ganz kurz, in den Einpost hatte ich das gelesen, dass dir ein bisschen übel geworden ist, Ja, kurzzeitig. genau. Ja, da hatte ich Ja. vorher aber auch sehr viel gegessen, muss ich sagen. Und normalerweise mache ich das gerne halt auf relativ leeren Magen. Alles eigentlich. Ja, genau, dass einfach wenig Einflussfaktoren da sind. Und da hatte ich es auch in der Kombination mit Golden Teachern, Microdosing, zu mir Ah, genommen. ja, Genau, interessant. und da war ein bisschen Übelkeit da, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, das war, als ich im Van war. Und da habe ich es nicht für 3 Stunden köcheln lassen. Da habe ich es halt für 20 Minuten geköchelt. Das heißt, es war noch ein guter Teil Ibuthensäure vorhanden. Und die hat halt auch die Tendenz für die Übelkeit, Ja. die auftreten kann, nicht muss, verantwortlich zu sein. Genau. Du hattest es gerade erwähnt. Ist es mir gerade entfallen? Mit den Golden Teachern meinst du, oder? Genau, ob du, genau, du kombinierst ab und zu die Einnahme von den Fliegenpilzen mit noch anderen? Ja, genau. Mit Psilocybe-Pilzen meine bevorzugten, egal ob für intensivere Reisen oder fürs Microdosing, sind Golden Teacher, weil für mich ist da der Name absolut Programm. Und es gibt einfach ja, tiefe Einblicke in ein Selbst. Und so wie ich es da erlebt habe, waren die Träume. Ja, auch noch intensiver und was dadurch für mich möglich war, war einfach, ich liebe es abends vorm Einschlafen in diesem Dämmerzustand zu bleiben, also mich wach zu halten, so kurz vorm Einschlafen irgendwie. Und da ist sehr stark irgendwie Visionen aufgetreten, also bildliche Visionen und auch teilweise mehr. Also genau, dann mit schönen Musik in Kopfhörern und ja, so dass es eigentlich Erlebnisse waren, die man sonst eher bei höheren Dosen hat. Bei sehr geringen Dosen und ja, bei bewusstem Hingeben in so einen Trance-Zustand irgendwie. Genau, ja, das war sehr, sehr schön. Ja, auch intensiv, aber auch sehr, sehr schön. Genau. Also, was ich jetzt auch durch die Recherche für mein Buch rausbekommen habe, ist, dass es am besten ist, wenn man das zum Beispiel jetzt auch tagsüber verwendet, dass man ein Journal führt. Aber natürlich für Träume gibt es ja auch diese Dream Journals. Führst du Ja, genau. Journals? Ja, also ich arbeite mit mehreren, also ich arbeite auch zum Beispiel rituell magisch und solche Dinge und deswegen führe ich immer ein Tagebuch mit allen außersinnlichen Dingen, die mir so im Laufe des Tages und der Nacht widerfahren. So, ja. Ja, genau. Wenn du anderen Personen von dem Fliegenpilz erzählst, so dass du ihn isst, wie reagieren die meisten dazu? Die meisten sind gleichermaßen verwundert und interessiert. Also, Ja. so, weil oft halt auch so genau wie du sagtest, noch der Glaube da ist, dass das einfach irgendwie giftig oder gefährlich ist. Und dann so wie, echt jetzt? Oh, okay, ja, ich habe das auch schon mal gehört. Oh, erzähl mal. So, in die Richtung geht es. So, ja.
Ja. Genau, und die meisten wollen gerne mehr wissen und fragen dann meist auch, ob ich was habe, dass ich dem was abgeben kann. Ja, wollen das dann auch immer gleich ausprobieren und genau. Ja. Ja, für mich ist es der erste Pilz, den ich je probiert habe. Also von denjenigen, die da eine Berauschung, also die giftig sein sollen oder so, genau. Und für mich war es halt super interessant, weil das wirklich der markanteste Pilz ist überhaupt und immer der schönste war, wenn wir da in den Wald gegangen sind als Kinder. Und man durfte ihn aber nie. Aber irgendwie hat er uns immer angezogen, halt automatisch, ne? Und Gott sei Dank ist er halt auch legal. Und ich habe ge gehört, dass auch es gehört und selber erfahren, dass es bei Angstzuständen zum Beispiel auch sehr hilfreich ist, wenn man den tagsüber einnimmt oder eine Kombination tagsüber nachts. Und da ist ja natürlich der Vorteil halt dann da, dass er nichts, dass man nichts Illegales im Haus hat, ne? Absolut, klar, Ja, ja. genau. Also du nimmst jetzt die Fliegenpilze seit 2 Jahren, hattest du gesagt. Immer mal wieder, ja. Seit 2 Jahren Ja, habe ich genau. Berührung damit, genau. Und ich mache es immer mal wieder, wenn, so wie jetzt, wird er ja auch wieder präsent, und ist für mich auch so das Zeichen, ich soll das demnächst wahrscheinlich mal wieder machen. Aber jetzt habe ich es eine ganze Weile nicht gemacht, aber es passiert ja nichts ohne Grund, ne? Und genau, ja. Ich finde auch, der ruft dich. Am Anfang, also sagt man ja, man soll ungefähr vielleicht einen Monat nehmen, einen Monat Pause machen und so weiter und sich an die Regel halten. Aber mit der Zeit, weil man immer mehr ein Gehör für den Pilz bekommt, dann sagt ja automatisch, finde ich, wann man nehmen soll und wann nicht. Und Ja, absolut, ja. Ja, ich höre ja. auch einfach auf mein Gefühl, meine Intuition und auch wenn es mal nur ein Tag ist oder wenn es mal nur 5, 6 Tage am Stück sind. Also ich folge da wenig Regeln. Ich hab mich informiert, sodass ich ein Grundverständnis habe über die Funktionsweisen und den Rest mache ich nach Gespür einfach. Ja. Ich glaube, wir hatten jetzt noch nicht gesagt, wenn du den abends einnimmst, du köchelst das und hast dann einen Tee, wo du einen Eiswürfel mit rein tust, richtig? Wo das. Genau, wenn jetzt im Auto, wo ich im Auto bin, ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil ich habe kein Gefrierfach. Und deswegen mache ich es frisch. Aber wenn ich irgendwo stationär mich aufhalte, dann mache ich das so, dass ich ja größere Mengen Tee mache, ist auch einfach effizienter. Und den Tee oder den Sud, der dann entsteht, einfach in Eiswürfelform gieße und einfriere. Dann kannst du dir relativ einfach ausrechnen, wie viel Fliegenpilz war drin, wie viel Eiswürfel habe ich. Dann weißt du, welche Menge pro Eiswürfel du hast. Und dann kannst du es einfach super dosieren. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich halt irgendwie so ja, zwischen 0,3 und 0,3 und 0,7 Gramm irgendwie pro Eiswürfel hatte. Und so wusste ich halt genau, okay, ein, zwei Würfel, drei Würfel, dann wusste ich immer genau, wo ich da lande von der Dosierung. Ja, super. Ja. Ich glaube, hast du noch etwas hinzuzufügen? Weil ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen gehabt jetzt. Und ich bin dir auf jeden Fall super dankbar, dass du deine Erfahrungen mit mir teilst und mit allen anderen. Und ich bin mega Sehr, sehr gerne. gespannt, ja, wenn das Buch rauskommt, was jetzt die Tage passiert, dass wir einfach noch viele Leute damit inspirieren können, andere Sachen zu probieren, als sich irgendwelche Medikamente Ja, absolut. einzunehmen, Absolut. genau. Super. Ja, Dann vielen, schön. vielen Dank und dir noch eine wunderschöne Reise und viel Spaß in Dankeschön. deinem Van. Das klingt super interessant. Dir Genau. viel Erfolg mit deinen Vorhaben. Vielen, vielen Dank. Ja, der Pilz hat mich gerufen und dazu beauftragt. Sehr schön. Ich konnte gar nicht anders. Genau. Also Sehr schön. dann dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank. Danke dir auch. Bis dann. Ja, Ciao. tschüssi.